Herzlich willkommen zu Let's Show Zoo Tycoon, dem besten Zoo-Simulationsspiel. Also es gibt auch eine Fortsetzung neben nebst Zoo Tycoon 2 und Zoo Tycoon 2 Erweiterung. Ich zeige euch jetzt mal meinen kleinen Zoo, best Zoo ever, den ich hier gemacht habe. Wie ihr seht, ist das Spiel eigentlich für Kinder gedacht. Und ist ab 3 Jahren und es gibt es heute nur noch in der Green Pepper Version. Ich zeige mal, was Tiere und Mitarbeiter so können. Ich kann hier die Mitarbeiterliste. Die müssen natürlich die Scheiße von den Tieren wegräumen, sonst werden die Tiere unzufrieden. Wir können ihnen auch Gehege zuweisen, wir können sie wieder wegnehmen, die Gehege, die wir ihnen zugewiesen haben. Wir müssen Restaurants und Getränkestände und Hotdog-Stände und Scheißhäuser bauen, um die Besucher bei Laune zu halten. Wir können verschiedene Zierobjekte bauen. Und wir können irgendeinen Besucher anklicken. Zum Beispiel den da. Den kann ich jetzt nennen. Zufriedene Besucher. So. Ich kann den auch verfolgen. Und ich kann auch irgendwo jetzt zu den Tieren reintun, dass die ihn fressen oder so. Zu den Dinosauriern. Nein, zu den Panthern, So. Jetzt wird er dann wahrscheinlich gerade gefressen und seine Zufriedenheit wird rapide sinken. Wir können ihn auch ertrinken lassen. Das ist ein wenig eine hässliche Tat, aber wir können tatsächlich Besucher ertrinken lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zufriedener Besucher ertrinkt. Jetzt kann ich ihn wieder rausnehmen. Zu den Wölfen tun. Wir können mit den Besuchern alles machen. Wir können die Polarwölfe ihn fressen lassen, glaube ich. Nein. Wir können ihn eben ertrinken lassen oder so. So. Eine Vorführung beginnt. Wir können mit Meerestieren, die nur in der Copy Collection erhalten sind, mehr Vorführungen machen. Die machen dann so Tricks. Ich warte gerade, bis einer eine macht. Er springt durch den Reifen. Jetzt klatschen die Besucher, weil sie es gut gefunden haben. Es gibt aber auch Tricks, die sie nicht so schön finden. Hier kann ich die Dächer anmalen. Ich kann Tierhäuser bauen, was wirklich witzig ist. Friedener Besucher ist ertrunken. Das wird natürlich meinen Ruf schädigen, das soll ich also nicht machen. Vor allem nicht die zufriedenen Besucher. Ich mache mir manchmal ein... Wow. Die Tiere können natürlich Babys kriegen. Wir sehen hier, wie zufrieden, flungen, dass sie haben, wie gesund, dass sie sind und wie sich das Gehege eignet. Wir können sagen, wann sie zuletzt gefressen und geschlafen haben, das Geschlecht und was die Besucher zu ihnen sagen. Ja. Dann, wir müssen natürlich Pflanzen und Felsen reinbauen, damit die Tiere zufrieden sind. Der sieht sehr glücklich aus, sagen die Besucher. Die Delfine, die jetzt hier um sind, können wir versetzen in die anderen Gehege, dass sie essen können und dass die Vorführung beendet ist. Und ja, wir können sehr, sehr viele Tiere bauen. Wir können auch prähistorische Tiere bauen. Wir können auch fiktive Monster bauen. Wie zum Beispiel Yeti. Wir können auch, was ich gleich mal demonstrieren werde, dann einen Gehegeabschnitt lösen. Dann brechen die Tiere aus und gehen auf die Besucher los. Das schadet unserem Ruf. Die Dekoration gefällt meistens den Besuchern. Flamingos sind sehr einfach zu halten. Also wir sehen hier, die Savannentiere sind einfach zu halten. Es wird immer wie schwieriger. Die sind schon schwieriger. Vor allem Tyrannosaurus Rex.
die dann auch sehr viel kosten. Die Erdtiere sind auch schwieriger. Es wird immer ziemlich schwieriger, bis dann hier zu den Yetis und zu den Meerestieren. Tiere können natürlich krank werden, wie ich glaube ich schon gesagt habe. Und es laggt. Darum mache ich jetzt mal Schluss. Ihr seht hier meine Mammuts. Und ja, hoffentlich hat euch mein Let's Show Zoo Tycoon Complete Collection gefallen. Das Spiel gibt sehr billig in fast jedem Laden. Okay, Leute. Na dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.